Wie Sie sehen, handelt es sich erfreulicherweise um einen gutartigen Tumor. So, wir beginnen mit dem Wundverschluss. Klammern Sie es, Schäfer. Was ist denn? Das machen Sie doch nicht zum ersten Mal. Gehen Sie her. Entschuldigen Sie. Bitte Schweißtupfen. Können Sie mir was sagen, Herr Professor? Eine harmlose Geschwulst, Herr Monk. Alles Beste. Gott sei Dank. Es tut mir sehr leid, ich hatte plötzlich so eine Verspannung in den Fingern. Nein, es tut mir leid, dass ich so heftig wurde. Das wird ja nicht öfter passieren. Nein, um Gottes Willen, ich bin völlig in Ordnung. Also dann, auf zur Feier. Ja. Ein Zigarre? Ist Ihnen Ihr Mädchen davon gelaufen? Oder haben Sie kein Geld? Soll ich Ihnen ein paar Mal geben? Also Ewis meinen Sie doch haben. Ah, so. Und das tut so arg weh. Ja. Sind Sie denn schon mal bei einem Doktor gewesen? Dem tut's ja so weh. Ja, ja, die Ärzte. Ich kenne das. Mein Asthma bringe Sie auch nicht weg. Aber ich gehe trotzdem immer wieder in Sprechstunde. Ich meine, Sie sollten halt auch noch mal zum Doktor gehen. Titi See! Entschuldigung. Hey! Junger Mann, Sie haben Ihren Koffer vergessen. Richtung Freiburg, bitte Türen schließen. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Danke. Zu einem Arzt, bitte. Gerne, wollen Sie zu einem bestimmten? Ist egal, zu irgendeinem. Also fahre ich Sie am besten mal in die Schwarzwaldklinik. Hallo Schwester. Hallo. Was ist denn da drin los? Die feiern. Der Chef hat Geburtstag. Und die neue Anästhesistin gibt ihren Einstand. Ach so, prima. Ist so nichts los auf der Station. Du, was ist mit dem los? Schnell eine Fahrtrage! Kann ich helfen? Nee, machen wir schon. Du, das liegt vielleicht an seinem Daumen da. Komm, hast du? Ja, ja. So, ab in die Notaufnahme. Ach, da ist er ja. Ohnmächtig, krieg nämlich noch 9,20 Mark von Ihnen. Sie haben Nerven. Hier, sind 10er, stimmt. Danke, so. Muss alles seine Richtigkeit haben. Da sagte die Katze, fraß die Maus. Tja, Frau Kollegin, jetzt sind Sie an der Reihe. Ohne guten Witz wird keiner ins Kollegium aufgenommen. Ja. Ich? Oh Gott, also ich kann absolut keine Witze. Gut. Bitte, wenn Sie unbedingt wollen. Ja, also in die Klinik, in der ich gearbeitet habe, wird eines Tages ein Mann eingeliefert, der war auf der Straße zusammengebrochen. Bei sich hat er einen Zettel, auf dem steht, Achtung, hier handelt es sich um einen Fall von Epilepsie und nicht um Blinddarm. Ja, und? Dieser war ihm bereits zweimal herausgenommen worden. Also zu den schönsten Ärztewitzen gehört zweifellos auch folgender. Ein berühmter Psychiater. Herr Dr. Renz, ja? Bitte in die Notaufnahme. Na, vielleicht übermorgen, tut mir leid. Dann darf ich ans Buffet bitten. Das ist eine gute Idee. Ja. So. Der Patient war 2 Minuten ohne Bewusstsein. Sehen Sie mal, Herr Doktor. Ziehen Sie eine Sinestoral auf, 1 Kubikzentimeter. Das können Sie sich sparen, eine Spritze habe ich schon bekommen. Davon ist es ja erst so schlimm geworden. Was ist denn mit Ihrem Daumen passiert? Ich
Bin zwischen der Autotür gekommen. Freunde haben mich in die Klinik gefahren, in Altenkirchenhausen. Da bin ich zu Hause. Ist der Daumen geröntgt worden? Nein, ich habe nur eine Spritze bekommen. Daraufhin wurde ich dann zum ersten Mal ohnmächtig. Ich weiß nicht, ob das jetzt wichtig ist, aber als ich dann wieder einigermaßen bei mir war, hörte ich, wie der Arzt der Schwester Vorhaltung machte. Die Spritze auf dem Tisch, habe ich gemeint, nicht die von dem oder so ähnlich. Der Schmerz ließ dann allerdings nach. Und da bin ich in den Zug nach Karlsruhe gestiegen. Passen Sie auf, Herr Buderius. Bodo Buderius. Herr Buderius, ich gebe Ihnen jetzt gegen Ihre Schmerzen eine Spritze und einen Röntgen für den Finger. Ja? Ist eh schon alles egal. Die Blutergüsse reizen offensichtlich intensiv die Nervenendigungen. Abgesehen davon, dass die Spritze den Nerv verletzt hat. Und das ist ja wohl klar eine Gelenksplitterung. Sie müssen von allen guten Geistern verlassen sein, Herr Kollege. Natürlich hat Ihre Spritze den Nerv verletzt. Und wie sie ihn verletzt hat. Mann, oh Mann, oh Mann, ich dachte, Sie können sowas. Darf ich das mal richtigstellen, Herr Professor? Aber was ist da richtigzustellen? Die Spritze wurde dem Patienten in der Klinik von Altenkirchenhausen gegeben. Und dann wurde er ohne Röntgenaufnahme nach Hause geschickt. Ach so, war das, na Gott sei Dank. Ja. Der Patient sagt, sein Eindruck sei gewesen, dass der anwesende Bereitschaftsarzt wegen eines Massenunfalls überfordert gewesen ist. Er habe auch eine Schwester angeschnauzt, eine verkehrte Spritze verwendet zu haben. Also gut, das kann später geklärt werden. Nicht die Hauptsache ist, dass wir nicht auch noch was falsch machen. Ich will Ihrem Urteil ja nicht vorgreifen. Ja, aber warum nicht, lieber Herr Kollege, warum denn nicht? Irgendwann müssen Sie auch mal das erste Wort haben. Meiner Ansicht nach ist der Daumen verloren. Ja, meiner Ansicht nach. Leider auch. Aber ein paar Stunden für einen Rettungsversuch haben wir ja noch, nicht? Falls Sie das nicht ironisch meinen. Wieso? Ist ja nichts passiert. Ja, das stimmt. Wissen Sie, ich bin keine gute Autofahrerin. Besser, als wenn Sie keine gute Anästhesistin wären. Das stimmt allerdings. Guten Morgen. Da beißt du auf Granit. Will ich denn beißen? War ja nur ein freundschaftlicher Hinweis. Ihr Vater ist Theologieprofessor und sie ist verheiratet. Und woher weißt du das? Sie stammt aus Freiburg, wie ich. Ach, Oberschwester Hildegard, ich bringe immer noch die Namen und die Personen durcheinander. Sagen Sie, wer ist der Blonde? Ach, das ist unser Dr. Udo, der Sohn vom leitenden Chefarzt. Ah ja, danke. Er hat schon alle durch. Wie bitte? Schwestern, Assistentinnen und Ärztin soweit vorhanden. Er ist sehr lieb, aber nicht besonders wählerisch. Meine Frage galt zwar mehr dem medizinischen Status, aber trotzdem vielen Dank. Bitte. Na, wie geht's? Gut. Alle Schmerzen wie weggeblasen. Das bewirkt die Injektion. Aber die Diagnose ist trotzdem nicht rosig. Starke Entzündungen und Vereiterungen der Knochen. Und eine Verletzung des Nervs. Eine Amputation kann vermieden werden, allerdings... Allerdings? Allerdings wird der Daumen bewegungsunfähig. Ich weiß, das ist nicht sehr schön, aber es gibt Schlimmer. Es ist ja der linke Daumen. Ich bin Pianist. Ich brauche jeden Finger. Es gibt keine Klavierstücke für 9 Finger. Wieso haben die mir in Altenkirchhausen nichts gesagt? Wieso haben die mir nur eine Spritze gegeben und mich wieder weggeschickt? Ich bin dabei, das zu klären, Herr Buderius. Ich habe die Unterlagen angefordert, aber den zuständigen Arzt noch nicht erreicht. Kennen Sie zufällig seinen Namen? Nein. Ich muss meinen Daumen wieder bewegen können, Herr Professor. Ich muss. Tun Sie, was Sie können, bitte. Notfalls verliere ich ein Bein, aber bitte keinen Finger. Ich kann nichts anderes als Klavier spielen und ich will nichts anderes können. Sie werden sicher auch noch was anderes finden. Schauen Sie, dieser Nerv. Ich will keine Erklärung, ich will meinen Daumen. Haben Sie schon mal einen Pianisten ohne Daumen gesehen? Nein. Aber einen Eiskunstläufer mit Querschnittslähmung. Der liegt auch hier. Was haben diese Idioten denn mit mir gemacht?
Vor der Spritze war doch alles halb so schlimm. Warum ist der Arzt denn dort nicht zu derselben Diagnose gekommen? Ich werde dieser Frage nachgehen. Bestimmt. Und jetzt verzweifeln Sie nicht. Tag, Herr Professor. Tag, Micha. Du, das ist ein Pianist. Vielleicht am Beginn einer großen Karriere. Sein Daumen wird steif bleiben. Setz dich rein zu ihm, ja? Ja, aber... Ich weiß, du kannst nichts ändern. Ich habe nur Angst, dass er... Verstehe. Ich sag der Oberschwester Bescheid, nicht? Ja, ja, danke. Wiedersehen. Schlechte Nachrichten? Ach. Der Kollege in Eibenkirchenhausen, der diesen Murks mit dem Daumen gemacht hat, hat bei mir promoviert. Er war einer der Tüchtigsten. Haben Sie mit ihm schon gesprochen? Nein, mit ihm nicht, aber mit dem Chefarzt Dr. Runge. Er will Uwe Bartel, so heißt mein ehemaliger Schüler, Bescheid sagen. Dummerweise ist der Vater von Uwe Bartels noch einer meiner besten Freunde. Es ist doch dieser Weingutbesitzer, ne? Ja. Mhm. Ja, ich kann mich natürlich vor einer Stellungnahme nicht drücken, nicht? Aber deprimierend ist das Ganze schon. Sicher. Es kann das aus sein für einen jungen Pianisten und für einen jungen Chirurgen übrigens auch. Ja? Na, hat er sich ein bisschen beruhigt? Nee, er ist fix und fertig. Dr. Schäfer, bitte ins Ärztezimmer. Entschuldigung. Er sagt, wenn wir wissen wollen, wie ihm zumute ist, soll man Mittwoch einen Fernseher einschalten. Konzert junger Künstler, da spielt er Klavier. Ist Brinkmann nicht Ihr Doktorvater? Ja. Er hat angerufen, Sie möchten zurückrufen. Und welchen Sinn hat das? Zum Beispiel den, dass Sie erfahren, ob der Patient gerichtliche Schritte einleiten will. Er ist Pianist. Ja, ja, ich weiß. Er war hier bei uns in der Orthopädie zur Behandlung. Kollege Ritters will... Ja, herein, bitte. Ach ja. Die Aufnahmen, Herr Kollege. Danke. Da sind Sie schon. Hm. Röntgenaufnahmen aus der Zeit vor diesem Unfall. Hm. Bodo Buderius hat Gelenkverschleiß in den Fingern, hervorgerufen durch extreme Überbelastung. Ja, ist genau zu sehen. Starke Veränderungen. Am kleinen Finger und am Daumen. Aber damit sind Sie noch nicht entlastet. Das hat nur bedingt miteinander zu tun. Runge? Ah, guten Tag, Herr Kollege. Ja. Ja? Ja, er ist da. Professor Brinkmann, für Sie. Bitte nehmen Sie Platz. Ja, Bartels? Grüß dich, Uwe. Du sag mal, was hast du da gemacht, was? Ich war das nicht, eine Schwester war das. Aber das ist doch kein Argument. Der Patient kriegt einen Schock und wurde ohnmächtig. Wie kannst du ihn dann, wenn er wieder zu sich kommt, ohne Diagnose und Weiterbehandlung nach Hause schicken? Ich habe ihn nicht nach Hause geschickt. Er hat die Schwester gefragt, ob er gehen kann. Die hat ja gesagt. Ich war gar nicht mehr in der Notaufnahme. Du, Uwe, pass mal auf. Der Patient hat gehört, wie du geschimpft hast, weil die Schwester eine verkehrte Spritze genommen hat. Ach Gott, ich weiß nicht. Hast du das Befinden des Patienten einfach ignoriert, obwohl du die Panne bemerkt hast? Ich habe es nicht ignoriert. Ich musste gleich wieder in den OP zurück. Da lag ein schwerer Schädelbasisbruch. Die Schwester hat. Mensch, willst du alles auf die Schwester abwälzen? Nein. Aber das mit dem Daumen, dass er jetzt, wie Sie sagen, steif ist, das muss nicht in Kausalität mit meiner Unterlassung stehen. Wir haben hier Röntgenaufnahmen über eine Arthrose, an der Bodo Buderius seit langem leidet. Die Arthrose ist durch Überstrapazierung der Handgelenke ausgelöst. Diesen Verschleiß hat der Patient, das geht hier aus dem Orthopädiebericht genau hervor, bewusst in Kauf genommen, um weite Akkorde greifen zu können. Aha. Du bist wohl gleich dein eigener Obergutachter, was? Ach Gott, ich weiß nicht. Will er denn gegen mich prozessieren? Ja, gesagt hat er nichts und gefragt habe ich ihn auch nicht. Das ist allerdings das Äußerste, was ich tun kann. Verstehst du? Ja, naja. Ich hoffe, es wird alles nicht so schlimm, wie es jetzt aussieht. Es wird sehr schlimm für Buderius. Stell dir vor, du, ein Chirurg, bekommst einen steifen Arm. Na, was wirst du? Ha? Was wirst du? Portier, Schalterbeamter, Verwaltungsangestellter oder was? Ach, ich war im Stress, das habe ich doch schon gesagt. Was ist ein Daumen gegen einen Schwerstverletzten? Wenn du das im Examen vor 6 Jahren gesagt hättest, dann wärst du aber durchgefallen, du.
Ja. Na? Haben Sie den Kollegen Bartels erreicht? Oh ja, eben. Was sagt er? Was ist ein Daumen gegen einen Schwerstverletzten? Hat er gesagt, ja. Das sagt ein Schüler von mir. Naja, wir können natürlich alle mal in die Situation von Bartels kommen. Mir kommen gleich die Tränen. Jedes Unterlaufen des ärztlichen Standeskodex gilt als Nestbeschmutzung, nicht? So habe ich das nicht gemeint. Ah ja, ich weiß, ich weiß. Wofür sind wir haftpflichtversichert? Wofür? Wer gewinnt denn, wenn es nicht zur Schadensregulierung kommt? Doch nur die Versicherungen. Nein, auch der Patient. Ach, unser Patient. Nein, ich meine natürlich die Patienten in ihrer Gesamtheit. Sie verlieren nicht das Vertrauen in die Ärzteschaft. Diese Argumente kenne ich. Die hängen mir zum Hals raus. Herr Schäfer, Sie wissen genauso gut, dass die Rechtsprechung weit über die Summe hinausgehen kann, die in der Haftpflichtpolice abgedeckt ist, nicht? Das weiß ich. Eben. Deshalb heißt es so oft unerwartete Komplikationen. Statt der Kollege hat Mist gebaut. Und wenn beides zusammenfällt? Sie machen wohl Witze, oder? Sie können jetzt weiter zu mir. Sehr gut. Ich gratuliere. Danke. Also so eine unproblematische Magenresektion wünsche ich mir öfters. Dabei wäre ich letzte Woche beinahe an so einem banalen Leistenbruch verzweifelt. Kenn ich. Entschuldigung. Anfängerin sucht Tennispartner. Spielen Sie Tennis? So leidlich. Dann können Sie sich da melden. Kann ich nicht. Warum nicht? Weil der Anschlag von mir ist. Ach so. Spielen Sie? Ja, meine Rückhand ist eine einzige Katastrophe. Angst zu verlieren? Nö. Morgen, Herr Professor. Morgen, Micha. Na, was macht unser Pianist? Er wird gern Dirigent werden. Aber da hat er keine Chance. Der Studiengang ist total überlaufen. Stipendium kriegt er keins. Eltern sind mittellos. Er hat 10 Jahre umsonst Klavier studiert. Ist weit davon entfernt, das zu packen. Seelisch. Dirigent? Mensch, da fällt mir was ein. Sag ihm, dass ich da eine Möglichkeit sehe. Vielleicht für ein Stipendium. Mach ich, Herr Professor. Kommt er selber denn nicht zuschauen? Nee. Er sagt, er verkraftet das nicht. Gustav, hier ist Klaus. Klaus? Klaus Brinkmann, ja. Na, stell dir vor. Du schalt doch mal das zweite Programm ein, ja? Wozu denn? Frag nicht, schalt ein. Ja, so gut, wenn du es willst. So, ich habe eingeschaltet. Ja, das lässt sich hören. Du hör mal zu, wenn es dir recht ist, besuche ich dich am Samstag. Ja, natürlich ist mir das recht. Du bist ja schon lange eingeladen. So, und jetzt halt die Klappe, ich will zuhören. Ja, wir sehen uns ja auch am Samstag.
ja, meine Damen und Herren, das war zum Abschluss unseres Nachwuchswettbewerbs der 24-jährige Bodo Buderius mit dem Presto Agitato aus der Mondscheinsonate von Ludwig van Beethoven. Bodo Buderius studiert im 8. Semester bei Professor Klingenberg und berechtigt zu den allergrößten Hoffnungen. Was ja auch Ihr Applaus, meine Damen und Herren, bestätigt. Bodo! Bodo! Mensch, Bodo, mach doch keine Sachen. Großes Orchester dirigieren ist doch auch was, oder? Eins, das Übliche. So. Na? Niederlage verschmerzt. Von Ihnen bezwungen zu werden, ist mir ein Vergnügen. Oh, tatsächlich. Beim Tennis natürlich. Nicht, dass Sie glauben, dass ich was. Ach, lassen wir das. Wenn ich noch mehr sage, kommt nur noch größerer Unsinn raus. Immer noch irritiert. Sagen Sie, warum gehen Sie nicht einfach hin? Wohin? Zu der jungen Dame, die Ihnen schon vom Nachbarplatz aus zugewunken hat. Ich bin absolut sicher, dass Sie ohne diese Störung das letzte Match auch gewonnen hätten. Sag mal, wo bleibst du denn? Grüß dich, du Ekel. Und glaube ja nicht, dass du mich loswirst. Tschüss. Und meld dich, sonst rück ich dir auf die Bude. Was mich angeht, sind Sie ja sicher schon mehrfach vorgewarnt worden. Ja, in der Tat, das kann man laut sagen. Das ist sehr angenehm, dass Sie das so einfach wegstecken. Andererseits frage ich mich, warum spielen Sie nicht mit Ihrem Mann? Erstens, weil er nicht da ist. Und zweitens spielen Entscheidungen befindliche Ehepaare selten zusammen Tennis. Sie lassen sich scheiden? Schlimm? Nein, nein, im Gegenteil. Wieso im Gegenteil? Ich meine, was heißt hier im Gegenteil? Ich kann ja nicht wissen, ob Sie... Ob ich was? Ende. Ich sag nichts mehr. Also, Sie haben eine Art, ein Durcheinander zu bringen. Ja, ich weiß, das ist furchtbar. Herzlich willkommen, alter Fuchs. Alter Fuchs? Wer? Ich oder du? Wer hat wen immer hinters Licht geführt? Komm erst mal rein. Sich 8 Jahre nicht sehen lassen und dann so tun, als triebe dich die Sehnsucht. Gehen wir gleich runter? Nee, vorläufig nicht, du. Ich muss nüchtern bleiben. Du bist im Training, aber ich flippe nach einem halben Liter von deiner Spätlese aus. Bla, 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 bla. Komm zur Sache und tu nicht so, als müsstest du dich erst einfädeln. Ich weiß, Uwe hat Mist gebaut. Das ist ja auch ein Trottel von Lehrer. Du, pass mal auf, mit Humor allein kommen wir der Sache nicht näher. Ja, das mag sein, aber wir brauchen der Sache auch nicht näher zu kommen. Ich verstehe nämlich nichts davon. Ich bin Weinbauer. Und was mit dem Daumen auch ist, ich verstehe nichts davon und halte mich raus. Das kannst du ja auch. Ich bin kein Weinbauer und du bist kein Mediziner. Aber du bist ein Mensch, hoffe ich. Diesem edlen Gesabre kann nur ein heimtückischer Anschlag folgen. Also, raus damit. Du hast das Konzert von dem Jungen gehört. Ja. Du bist reich, stiftest für Museen, für den wissenschaftlichen Nachwuchs an der Technischen Universität. Ja, das reicht aber auch.
Du sollst ja auch nur ein Stipendium rausrücken, wenn dein Sohn den Prozess gewinnt. Was geht mich mein Sohn an? Er ist 30 und erwachsen. Wenn ich mal reinpansche, was Gott verhüten möge, und es kommt raus, und ich werde verurteilt, dann kommt Uwe auch nicht für meine Geldstrafe auf. Gustav, stell die Verhältnisse nicht auf den Kopf. Dein Sohn verdient als Assistenzarzt weniger als dein letzter Kellnergeselle. Na, selber schuld. Ich habe nicht gesagt, dass er Arzt werden soll. Du pass mal auf. Ich fahre die stärksten Geschütze im Prozess als Zeuge auf. Wenn du weiter so stur bleibst. Na, mir ist's recht. Vielleicht wird er dann als Arzt untragbar und übernimmt dann doch noch mein Gut. Seit 7 Generationen wird das Gut vom Vater auf den Sohn vererbt. Und er muss ausflippen und Bäuche aufschlitzen. Gustav, du machst einen Fehler. Nein, du machst einen Fehler. Du trinkst nicht mit mir. Nicht in meinen heiligen Hallen. So komme ich nicht in Stimmung. Und wenn ich nüchtern bin, dann bin ich zu nichts zu überreden. Also? Gut. Steigen wir ab. Ja. So. Und nun den Klaus. Aber der ist wieder ein Stück Brot. Ein Stück Brot, Moment. Ein Stück Brot. So. Aber wirklich ein Gottesgeschenk. Du sagst es, Freund. Wann musst du nun wieder zu Hause sein? Morgen Mittag. Dann bleibst du hier. Ja, das muss wohl sein. Ja. Du, wir haben über das Stipendium noch nicht gesprochen. Was ich hiermit tue. Wenn Uwe bzw. die Versicherung nicht zahlen muss, bekommt der Pianist von mir ein Stipendium. 1000 Mark pro Monat. 3 Jahre lang. Abgemacht. Und nun das Allerfeinste. Gustav, nicht mehr. Es besiegelt unsere Vereinbarung, Klaus. Gustav, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Wer kann das noch sein? Ja, bitte. Ja, der ist hier. Für dich, Klaus. Für dich. Was? Für mich? Deine Aufsetzerin. Nein. Ach, Vorsicht. Er kommt. Hallo, Käthi. Käthi, mein Schatz. Mein Schatz. Ich bin nicht dein Schatz. Aber dein Schatz ist auch hier. Christa? Ja? Sag mal, was macht die denn bei dir? Sie wartet auf dich. Du wolltest doch heute noch zurück sein. Ja, ja, das wollte ich, aber Gustav hat mich verführt. Der hat mich verführt. Ich musste seine Spitzenweine probieren. Und leider sind wir noch nicht durch. Nein, wir sind nicht durch. Gustav ist da unerbittlich, nicht, Gustav? Klaus, ein Arzt betrinkt dich nicht. Aber ich betrink mich doch nicht. Ich probiere ja nur. Wirklich, ich probiere? Aber sag meinem holden Liebling, dass ich ihn trotzdem sehr liebe. Dein holder Liebling ist inzwischen am Apparat. Aha. Na ja, dann weißt du ja Bescheid, nicht? Sag mal, schämst du dich nicht? Doch sehr. Aber es beeinträchtigt mein Gesamtbefinden überhaupt nicht. Nein, überhaupt. Ich weiß nur nicht, wie ich mich morgen fühle. Tja, du. Das ist die Frage. Soll ich dich morgen früh abholen? Ich habe meinen freien Tag. Oh ja. Ja, hol mich ab. Hol mich ab. Na, du wirst deine Freude an mir haben. Sie holt mich ab. Sie holt dich ab. Sie holt mich ab. Sie holt dich ab. Und nun, Klaus. Der Allerletzte. Ja, aber wirklich, du, der Allerletzte. Und du bringst mich ins Bett. Ich bring dich ins Bett.
kommst du her? Durch die Tür. Herr Bartels hat mich reingelassen. Na? Na? Weißt du, wie spät es ist? Du, die Pflicht ruft. Was die Pflicht? Immer ruft die Pflicht. Immer nur die Pflicht. Nie der Leichtsinn und die Lebenslust. Guten Morgen, mein Liebling. Also, ich gehe dann schon mal. Ja, tschüss. Tschüss. Komm, Jerry. Tschüss. Über Udo machst du dir wohl keinen Gedanken? Nein, warum? Muss ich? Er hat seit Monaten keine Frauengeschichten mehr. Ein Glück für die Frauen. Jetzt aber raus mit dir. Viel Fraß. Klaus. Ja. Udo ist sensibel. Na ja, das habe ich noch gar nicht gewusst. Er hat eine Verhaltensstörung. Das ist gut. Wahrscheinlich wegen der neuen Anästhesistin. Was heißt das? Ach, du bist ein Klotz von deinem Vater. Du verstehst gar nichts. Er verehrt sie sehr. Was macht er? Er verehrt sie sehr. Ach so, er verehrt sie sehr. Aha. Er hat ein paar Andeutungen gemacht, mir gegenüber. Weil er ja sonst keinen Menschen hat. Er befürchtet aber, dass sein schlechter Ruf auch bis zu ihr gedrungen ist. Nee, das ist doch klar, der ist ja nicht dumm, nicht? Aber du, warum hilfst du ihm nicht? Na, wobei denn? Na, einen Weg zu finden. Du hilfst doch allen. Jetzt zum Beispiel diesem jungen Pianisten. Warum nicht deinem Sohn? Du, Käthe, hör mal gut zu. Ich weiß, ich bin heute ein bisschen angeschlagen. Aber es könnte doch gut sein, dass diese überraschende Zurückhaltung von Udo auf Selbsterkenntnis beruht, nicht? Und auf der Erkenntnis, dass er eine Frau wie die gestern nicht so leicht um den Finger wickeln kann. Er verzehrt sich irgendwie. Er verzehrt sich? Das ist ja fabelhaft. Er verzehrt sich, ja. Käthe, es gibt im Leben eines Menschen zwei Tragödien, hat Bernard Shaw mal gesagt. Die eine ist die Nichterfüllung eines Herzenswunsches und die andere ist die Erfüllung. Dann wäre das Leben auf jeden Fall eine Tragödie. Oh nein. Denn zwischen der Nichterfüllung und der Erfüllung steht die Hoffnung. Und die Hoffnung macht das Leben erst lebenswert. Ich verkünde das Urteil. Der Angeklagte wird wegen fahrlässiger Körperverletzung in einem minderschweren Fall zu einer Schadensersatzleistung von 8.000 D-Mark verurteilt. Die Anklage wegen unterlassener Hilfeleistung konnte nicht aufrechterhalten bleiben. Das Urteil wird wie folgt begründet. Erstens, Dr. Uwe Bartels hat versagt. Das Versagen ist durch die Umstände zwei schwerst Verletzte waren zu betreuen, menschlich begreiflich. Zweitens, die personelle Situation in der kleinen Klinik ist unzureichend. Dafür kann der Angeklagte nicht belangt werden. Drittens, der Kläger hat sich in der Annahme, die Behandlung sei abgeschlossen, selbst entfernt. Das kann dem Angeklagten nicht angelastet werden. Viertens, der Kläger hat seine Gesundheit selbst aufs Spiel gesetzt. Das beweisen Röntgenaufnahmen vor der Quetschung des Daumens. Er wollte unbedingt ein guter Pianist werden und er strapazierte deshalb seine Gelenke. Das Resultat war eine chronische Arthrose. Ein Zusammenhang zwischen Behandlung und der Versteifung des Daumens kann zwar nicht geleugnet, aber auch nicht bewiesen werden. Schuldig ist der Angeklagte der fahrlässigen Körperverletzung deshalb, weil er der Krankenschwester Irena Habich eine Anweisung gab, die unzulässig war. Sie hatte die entsprechende Ausbildung nicht.
Fünftens. Dr. Uwe Bartels gilt nach dem Urteil der Vorgesetzten, der Gutachter, des ehemaligen Doktorvaters und nicht zuletzt zahlreicher Patienten als überdurchschnittlich fähiger, umsichtiger und für das Wohl der Kranken besorgter Arzt. Ein härteres, existenzvernichtendes Urteil kam daher nicht in Betracht. Mit der Urteilsverkündung ist die Verhandlung geschlossen. Tja, das kann jedem passieren, nicht? Nein, nein, haben Sie keine Angst. Dieses Urteil fechten wir an. Die Schadenssumme ist völlig unzureichend. Komm. Also. Verzeihung, Herr Professor Brinkmann. Ja? Ich muss Sie sprechen. Baldenius ist mein Name, Justiziar der Bartels-Stiftung. Ich freue mich. Kommen Sie, gehen wir doch raus. Na, Uwe? Mit dem Urteil kannst du doch leben, nicht? Ja. Entschuldigung. Du, nimm's ihm nicht übel. Wir sehen uns noch, nicht? Ja. Ich muss noch mit ihm sprechen. Entschuldigung, wiedersehen. Wir fechten das Urteil an. 8.000 Mark, das ist doch lächerlich. Das ist doch ein Taschengeld. Ja, dann nehmen Sie es doch als Taschengeld an. Bitte sehr. So ist das. Das ist die schriftliche, notariell beglaubigte Zusicherung für ein Stipendium in Höhe von 36.000 Mark. Und hier ist der erste Scheck. Aber das ist mir doch nur in Aussicht gestellt worden für den Fall, dass... Für den Fall, dass Dr. Bartels nicht zu Schadenersatz beurteilt wird. Nun ist er verurteilt worden. Zwar nicht in der Höhe, die Sie sich erhofft haben. Das Stipendium, das gibt's extra. Das ist doch wunderbar, oder? Mit dem Prozess hat es eigentlich nichts zu tun. Naja, aber dann ist der Arzt doch auch raus aus allem. Ich meine, absichtlich hat er das alles ja nicht gemacht. Nein, also dann möchte ich das Urteil eigentlich nicht mehr anfechten. Bitte, das ist Ihre Sache. Naja, das ist dann so eine Art Mischung von Bestechung, Wohltat und ärztlicher Standesklingelei. Ach, wissen Sie, Juristen sollen ja hinter dem Rücken des Strafgesetzbuches auch so manche segensreiche Vereinbarung treffen, nicht? Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Bist du ja endlich. Oh, es ging nicht früher. Erst kam ein Notfall dazwischen und dann ist mein Auto nicht angesprungen und ich musste ein Taxi nehmen. Na, wie ist es denn ausgegangen? Gut, sehr gut. Alles in Ordnung. So, und jetzt fahren wir irgendwohin zum Essen. Irgendwohin, wo Ruhe und Frieden herrscht. Komm. Ist ein Heiratsantrag. Du hörst auf hier. Das Geld fürs Studium kriegst du von mir. Keine Bitte. Ich mach das für mich, nicht für dich.
Ich will dich nicht erst in 2 oder 3 Jahren. Nein, ich will dich sofort, verstehst du? Wo sind wir denn hier? Sind Sie ein Patient? Nein. Ich werde das der Oberschwester melden, Schwester Christel. Und Sie gehen jetzt bitte. Jawohl. Besorgt dir schnell alle Papiere, ja? Wann ist dein Dienst zu Ende? In 1 Stunde. Ich warte auf dich im Café vor der Klinik. Verzeihung. Wer war das denn? Das war Professor Brinkmann. Der Chef der Schwarzwaldklinik. Naja, also so geht das trotzdem nicht. Natürlich nicht. Willst du mich heiraten? Warum? Ja, warum? Tja. Du musst doch nicht. Du könntest doch ebenso gut unsere Freundschaft pflegen. Wäre das nicht leichter? Und bequemer. Ich meine, für den Tag X. Willst du es denn? Nein, ich will es nicht. Aber warum willst du es nicht? Wenn ich den Tag X einkalkulierte, dann würde ich dich ja nicht lieben. Ja. Was ist los? Wieso? Du hackst Holz? Ich weiß. Sowas machst du doch sonst nie. Mir eben Spaß. Sieht aber nicht so aus. Aufs Aussehen kommt es nicht an. Es muss ja nicht immer die Hallo-Süße-Masche sein. Wovon sprichst du eigentlich? Von Frau Dr. Katharina Gessner. Was hat die mit meinem Holzgehacke zu tun? Alles. Du hackst Holz, weil du unglücklich bist. So, so. Sag es ihr doch. Was? Na, wie ernst es dir ist. Katie, du nervst mich echt. Und wenn du einen Korb bekommst, trag's mit Würde. Eine Frau fühlt, wenn es ein Mann ernst meint. Was du nicht sagst. Ich steck mich doch in die Tasche. Da bin ich eine Nummer zu klein für. Du nimmst einen wunderschönen Strauß Blumen und bringst sie ihr in die Klinik. Nee, nee, mein Vater ist schon mit Blumen in die Klinik. Der kann sowas. Weil er von gestern ist. Aber bei mir... Da lacht sich ja schon der Portier tot. Kannst du mir sagen, wieso Blumen von gestern sind? Nein. Pass mal auf, Katie. Ja. Die weiß, dass ich all die Jahre kein Kind von Traurigkeit gewesen bin. Die weiß von Elke, Elvira und all den anderen Späßchen. Ich gehe mir selbst komisch vor, wenn ich plötzlich mit feierlichem Ernst meine Gefühle verkünde. Tja, dann musst du eben leiden. Leiden und Holz hacken. Du bist fantastisch. Ich liebe dich. Ja, so ginge es. Du musst nur Katie gegen Katharina austauschen. Danke. Sag mal, was hat er denn? Na sowas. Wie wird er damit fertig? Siehst du ja. Guten Tag, Papa.
Sag mal, meine schönen Blumen. Sag mal, was hat Christa gesagt? Sie hat ja gesagt. Kannst du dir vorstellen, wie ich mich jetzt fühle? Hm? Entscheidungsraum zwischen Bertram und mir. Wer zuerst wieder hier ist, okay? Aber du hast doch keine Puste mehr. Werden wir ja sehen. Gundi? Ja? Du gibst das Startzeichen. Okay, also mach ich. Eins, zwei. Was mit der Pistole? Okay. Auf die Plätze. Fertig. Ich warte beim Höhleneingang auf euch. Darf ich mal? Ja, natürlich, kommen Sie rein. Danke. Ich habe mir eben den Operationsplan durchgesehen. Ich bin in der nächsten Woche nur einmal drauf. Ist das ein Versehen oder? Nein, das ist kein Versehen. Nehmen Sie Platz, Herr Kollege. Danke. Haben Sie sich selber schon einmal nach diesen möglichen Gründen gefragt? Wieso? Operiere ich schlecht? Nein. Nein, Sie operieren ausgezeichnet. Aber glauben Sie wirklich, dass gewisse Handicaps übersehen werden können? Auf Dauer? Was ist das, was Sie haben? Es ist... Ich habe Rheuma. Ich dachte nur nicht, dass es schon so schlimm ist, dass man es merkt. Wann ist es schlimm? Wenn Sie ein Gefäß verletzen? Daneben schneiden? Das wollen wir doch verhindern, nicht? Wo lassen Sie sich behandeln? Bisher habe ich mich immer selbst behandelt. Mit Medikamenten, die Phenylbutazon und Oxyfenbutazon enthalten. Medikamente, denen die Zulassung wegen zu hohen Risikos entzogen wurde? Sicher, sicher. Inzwischen gibt es ja eine Anzahl von Präparaten, die besser verträglich sind, aber die helfen mir nicht. Jedenfalls nicht gegen diese akuten Gichtanfälle. Ich habe gehofft, dass ich das noch ein paar Jahre durchhalte, aber... Sie haben es schon lange? Ja, ja. Es gibt doch ausgezeichnete Kurbäder gegen Stoffwechselerkrankungen. Ja, ja, diese Kuren mache ich ja auch immer während des Urlaubs. Es ist ein, zwei Wochen besser, aber im Grunde werde ich mich wohl damit abfinden müssen, dass es bald vorbei sein wird mit dem Operieren. Ihrer Meinung nach sollte ich ja sofort damit aufhören. Nicht? Ehrlich gesagt, ja. Verstehe. Naja. Dann werde ich eben in Rente gehen. In Rente? Für Sie gibt's doch noch andere Jobs. Dann Schreibtisch in der Ärztekammer vielleicht. Ja, ja, ich weiß, ich habe leicht reden. Ich will Ihnen nur meine Hilfe anbieten. Danke. Weißt du noch? Ja, klar. 3 Minuten und 11 Sekunden war der Rekord. Wovon sprecht ihr denn? Von der Höhle. Da oben ist der Eingang und da hinten ist der Ausgang. Wir haben am schnellsten Durchwarte gewonnen. Tut mir leid, dass du immer verloren hast. Ja, ja, ja. Ist noch so ein paar alte Hüte. Okay, ich gebe ja zu, das ist lange her, aber wir könnten eine neue Meisterschaft austragen, ne? Ach komm, hört doch auf mit dem Quatsch. Könnt ihr nicht lesen? Betreten verboten. Das war doch damals auch schon verboten. Das hat überhaupt nichts zu sagen.
Also, wer die beste Zeit hat, bekommt Gundi, okay? Ich bin doch keine Trophäe. Gundi, du gibst das Startzeichen. Aber erst, wenn ich oben bin, klar? Also, meinetwegen. Ist doch verrückt. Wir warten am Höhlenausgang. Okay. Achtung! Los! Sechs. So, jetzt werde ich dich aber noch schmeißen. Ja, jetzt pass auf, ja? Verzeihung. Ja, bitte. Wofür? Ja, ich... Haben Sie auch Dienst heute? Nein, nein. Trotzdem... Aha. Wer ist denn das, Mami? Also, pass auf, der ist auch Arzt und der heißt Dr. Brinkmann. Das ist Angie. Sagen Sie, sind diese wunderschönen Blumen etwa für mich? Nein, nein. Ich dachte, weil das in dem Zimmer da immer so kahl ist, da... wenn Sie sie natürlich gerne haben wollen. Nein, danke. Also... haben hätte ich sie wollen, wenn sie für mich gedacht gewesen wären. Spielst du mit? Angie, ich fürchte, der hat keine Zeit. Aber ich mach weiter. Ich werde dann mal wieder. Nein. Ey, du hast schon Eis gehabt. Oh, Entschuldigung. Sie hat ein Kind. Ich hoffe, Sie verraten mich nicht. Ich meine, ich weiß natürlich, dass Kinder im Bereitschaftszimmer nicht erlaubt sind, aber ich hatte vergessen, meinem Mann Bescheid zu sagen, dass er heute auf Angie aufpassen muss. Ja. Sie wussten nicht, dass ich ein Kind habe? Nein, das geht mich auch nichts an. Diese Blumen waren doch für mich, oder? Ja. Aber die Tatsache, dass ich ein Kind habe, hat sie völlig aus dem Konzept gebracht. Nein, nein, nein. Das... Sondern? Machen Sie doch kein Drama aus der Tatsache, dass ich einer Kollegin ein paar Blumen mitbringe. Dass... die wachsen wild bei uns. Ah ja. Entschuldigung. Dr. Gessner, bitte Station A. Entschuldigen Sie mich. Ich bin doch ein blöder Hund. Sprichst du mit dir selber? Was? Nö. Gehört dir die Puppe? Willst du die haben? Ja. Ja? Danke. Hallo! Wie viel? 2:50. Dann willst du neuer Weltrekord. Also, ab in die Startlöcher, Kumpel. Du nimmst den Weg zurück. Ihr habt echt eine Meise. Wieso, das macht doch Spaß. Okay, wenn Spaß macht. Fertig? Los! Thank you.
3,5 Minuten. Was hast du denn gedacht? Der Junge ist nicht in Form. Was passiert ist? Was soll denn passieren? Ja, was weiß ich? 4 Minuten schon. Okay, ich schau mal nach. Ich nehme den gleichen Weg zurück. Aber der hat sich bestimmt nur versteckt, wetten? Es muss irgendwas passiert sein. Hol Hilfe. Ich suche weiter. Ja. Grüß Gott. Grüß Gott. Was gibt's denn? Ein Unfall in der Tropfsteinhöhle. Ein Freund von mir, der kommt da nicht mehr raus. Ja, fragen Sie meinen Sohn, der ist bei der Polizei. Warum seid ihr überhaupt reingegangen? Das ist doch verboten. Ja, ja, ich weiß, aber es tut mir auch leid. Ich komme mit. Ich kenne die Höhle. Darf ich telefonieren? Der Vater des Verunglückten, der ist Arzt. Im Gang ist das Telefon. Ja, danke. Gessner Apparat Dr. Schäfer? Wer ist da? Ach so. Ja, tut mir leid, Dr. Schäfer ist außer Haus. Ach so, bitte, bitte, Fräulein Gundi, jetzt versuchen Sie sich zu beruhigen. Also, in der alten Tropfsteinhöhle am Kranichberg. Hoffentlich kränkt es dich nicht, wenn ich dir sage, dass mir dein Kummer irgendwie sympathisch ist. Nein. Er macht so erwachsen. Aha. Naja, ein Glücklicher hat einem Unglücklichen gegenüber natürlich leicht reden. So ist es. Trotzdem, ist nett von mir. Wenn du es aber trotzdem noch schaffen solltest und sie nach dem Motto feindliche Stellung erobert, wo ist das nächste Ziel, wieder fallen lassen solltest, dann wäre ich aber gar nicht mehr nett zu dir. Ist doch klar. Wieso ist es auf einmal so kompliziert? Weil du es zum ersten Mal ernst meinst. Das kann sein. Trotzdem kratze ich mir Argumente zusammen, warum es mir nicht ernst sein sollte. Sie ist noch verheiratet, ist älter, hat ein Kind, eine erzkatholische Familienpastion im Hintergrund. Sie nimmt mich nicht ernst. Du, eine Frau schützt sich so gut sie kann. Und wer in Scheidung lebt, der hat was durchgemacht. Ich habe ihn nicht gefunden. Verschnauf ein bisschen. Ich werde ihn schon finden. Spaß, was? Hast du gesagt, macht Spaß sowas? Bitte hör auf, ja? Also, ich habe da eben einen etwas dubiosen Anruf bekommen von einem Mädchen namens Gundi. Die sagt, ihr Sohn Berti wäre in einer Höhle und käme nicht wieder raus. In einer Höhle? In was denn für einer Höhle? Am Kranichberg. Also, ob wirklich was passiert ist, konnte sie gar nicht sagen. Sie war nur wahnsinnig aufgeregt. Ja, haben Sie einen Rettungswagen geschickt? Nein, noch nicht. Ich wollte Sie erst verständigen. Danke. Oh!
Peter! Ich muss sofort zum Kranichberg. Berti ist da in einer Höhle. In einer Höhle und? Ja, er kommt nicht wieder raus. Eine Freundin hat angerufen in der Klinik. Und jetzt willst du in die Höhle mit deinem Räumer? Was denn Räumer? Ich kenne diese Höhle und ich habe meine Ausrüstung noch von früher, entschuldigt. Von früher, aber jetzt? Warte, ich komm mit! Dann kommt er auch nicht wieder. Ich geh da mal rein. Nein, du bleibst hier. Ist Berti noch drin? Ja. Wie lange denn schon? Ungefähr eine Stunde. Da ist noch einer drin. Einer von einem Bauernhof, der ihn retten wollte. Bitte geh nicht. Lass uns lieber den Rettungsdienst rufen. Lass mich, ich weiß schon, was ich tue. Geh noch mal rein. Ich halte es nicht mehr aus. Hoch. Ja, so ist gut. Rettungskind, mein Junge, was treibst du denn? Hm? Bist du verletzt? Mein Fuß. Dein Fuß? Das kriegen wir schon. Berti! Hierher! Ich habe ihn! Gesehen. Ja, sicher. Den können wir auch gleich holen. Ich bin wieder bei Kräften. Deine Kräfte nützen ihm jetzt nichts mehr. Er ist nämlich tot, mein Lieber. Abgestürzt. Was? Ja. Und lesen könnt ihr wohl auch nicht. Da steht doch Betreten verboten. Aber das reizt euch ja nur noch nicht. Das macht's erst richtig Spaß, nicht? Was? Der Sohn vom Schäfer? Und Schäfer hat ihn gerettet? Na, das glaube ich, dass der fix und fertig ist. Gut, bereiten Sie alles vor, ich komme sofort. Der Sohn vom Schäfer ist verunglückt in irgendeiner Höhle. Wahrscheinlich komplizierter Knöchelbruch. Ich fahre sofort hin. Wohin? In die Höhle? Nein, in die Klinik. Die sind schon unterwegs. Ich komme mit. Ich komme gleich rüber.
Herr Professor, würden Sie bitte meinen Sohn... Aber natürlich. Warten Sie im Ärztezimmer. Danke. Sie auch. Setzen Sie sich bitte einen Moment dahin. Andere Position. Na wunderbar. Gelenkfläche stufenlos. So. Keine großen Probleme. Eine einfache Malularfraktur mit Bandschäden am oberen Sprunggelenk. Das wird sich ja sehr gut heilen. Vielen Dank. Liegt auf D, auf 24. Gut. So, und jetzt gehen Sie nach Hause. Danke. Er hat die Ruhe bitter nötig jetzt. Wiedersehen. Ist denn Bertie nur auf die Idee gekommen? Hm? Durch mich. Ich hab's vorgemacht. Eine ganz dumme Mutprobe war das. Ich konnte es einfach nicht verhindern. Sagen Sie mal den Leuten, die ihren Sohn verloren haben. Sehen Sie mir hier rein. Das ist halb so schlimm. Trotzdem. Gehen Sie in die Ambulanz und lassen sich verbinden. Schwester Elke. Ja, bitte? Bitte noch nichts von dem Toten sagen. Na, ist gut. Guten Tag, der Herr. Tag. Guten Morgen. Na, wer hat mich denn so prima zusammengeflickt? Mein Vater? Nein, Professor Brinkmann. Donnerwetter, der Chef persönlich. Danke. Ich hab Hunger, wann gibt's was zu essen? In einer Stunde. Na. Ist ja für alle Beteiligten noch mal ganz gut abgegangen. Mensch, war das ein Ding. Total verrückt. Ist was? Nein, nein. Klar ist was. Einer, der dich retten wollte, ist abgestürzt. Tot. Wo willst du denn das herwissen? Auf dem Klo habe ich das gehört. Sowas ist rum wie nix. Mal schön langsam. Nicht zu schnell. Na, es geht doch schon, was? Vater! Was ist, Vater? Kollege Schäfer soll bitte kommen. Ja. Dr. Schäfer, bitte zu Professor Brinkmann. Ja. Sie wollten mich sprechen? Ja. Ja, ich wollte Sie sprechen, Herr Kollege Schäfer. Gut, es ist Ihre Privatsache. Aber um Schuldgefühle zu erzeugen, müssen Sie Ihren Sohn nicht mit Liebesentzug bestrafen. Die Schuldgefühle, die hat er sowieso. Ja, ist denn nicht klar, dass hier ein Mensch sterben musste, nur weil ein paar unreife Jungs eine sogenannte Mutprobe inszenieren mussten? Das Wort unreif haben Sie selbst ausgesprochen, Herr Kollege. Wollen Sie, dass er Depressionen bekommt? Die therapeutisch behandelt werden müssen? Nein, in dem Punkt haben Sie wahrscheinlich recht. Ja, bestimmt habe ich recht. Ganz bestimmt. Haben Sie ihn gerettet? Um ihn zu bestrafen? Sicher nicht. Aber Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr mich das belastet. Ich kann nachts nicht mehr schlafen, weil ich ständig das Bild des abgestürzten jungen Mannes vor Augen habe. Trotzdem, helfen Sie Ihrem Sohn. Er schafft's nicht allein. Ich will's versuchen. Danke. Was? Na?
Es geht doch schon ganz gut. Fabelhaft. Danke, Schwester Elke. Ich übernehme das. Danke, Vater. Wird schon werden, hm? Ja. Gut. Die Zulassung! Ab dem Wintersemester bin ich Medizinstudentin in Freiburg. Na, wunderbar! Feierlich so umarme ich meine angehende Kollegin. Meinen Glückwunsch, mein Schatz. Auch natürlich, was deine persönliche Wahl angeht, nicht einen besseren als mich, hättest du gar nicht bekommen können. Dann sei nicht albern. Aber unverheiratet kommst du mir an keine Uni. Das ist viel zu gefährlich. Letzten September, Sonntag in St. Peter, einverstanden? Einverstanden. Einverstanden. Sag mal, bist du krank? Was, krank? Nein, glücklich. Was einer Krankheit allerdings sehr nahe kommt. Sie ist zugelassen an der Uni. Nein! Ja! Gratuliere ganz herzlich. Ja, du aber mir auch, bitte, ja? Gratuliere nicht ganz so herzlich. Warum? Das heißt dir schon. So, Christa. Naja, du weißt ja selber, was du manchmal für ein unerträglicher und unmöglicher Mensch bist. Ich? Na sicher. Ja, sag mal, Käthe, bist du wahnsinnig? Nein. Ich doch nicht. Hallöchen. Jetzt ist er auch noch krank. Aha, der zweite Versuch. Gestatten Sie eine Rose für eine Angebetete? Natürlich, natürlich, natürlich. Schönen Tag noch. Udo, zu viel Fröhlichkeit ist vielleicht auch nicht das Richtige. Widmet euch euren eigenen Problemen. Netter Einfall, finden Sie nicht? Ganz prima. Gestern haben wir fast 300 Mark eingenommen damit. Spitze. Sagen Sie, warten Sie hier auf einen jungen Mann mit Kind? Im Gegenteil. Was heißt im Gegenteil? Ein alter Mann ohne Kind. Ach so. Danke. So. Wiedersehen, Vater. Ich besuch dich auch bald. Danke, mein Kind. Komm gut nach Hause, ne? Hallo? Hallo. Warten Sie schon lange? Ein paar Minuten. Und warum haben Sie nicht geläutet? Na ja, der Taxifahrer sagte mir, dass er auf einen alten Mann wartet. Ah ja, und Sie fürchten sich vor einem Theologen im Ruhestand? Ja. Kann ich verstehen. Kommen Sie jetzt mit? Ihr Vater... Ich meine, weil er Theologieprofessor war, keine Bedenken, dass Sie sich scheiden lassen? Doch, natürlich, aber er weiß, dass ich erwachsen bin. Ach,
sind Sie deshalb nicht hereingekommen? Weil Sie Angst hatten, er könnte Sie im Verdacht haben, mein Scheidungsgrund zu sein. Ich wäre sehr gern Ihr Scheidungsgrund. Ah ja? Ja. Das ist mir jetzt zwar so rausgerutscht, aber stimmt. Mhm. Ja, meine Scheidung ist in 3 Wochen. Wenn Sie dann noch mal darauf zurückkommen wollen. Gern. Angie wird mir zugesprochen werden. Trotzdem. Nur falls Sie gedacht haben, dass mich das stören sollte. Ja, das habe ich allerdings gedacht. Gedacht oder? Oder gehofft? Weißt du, ich bin über dich sehr gründlich informiert worden. Die Klinik verschweigt nichts. Vielleicht sollte ich jetzt sagen, mit mir machst du es bitte nicht so. Aber ich denke, mit mir wirst du es so nicht machen. Das sehe ich auch so. Fahren wir irgendwo hin? Feldberg-Restaurant? Nein, es ist Monatsende. Ja, meine letzten 20 Mark habe ich für wohltätige Zwecke an eine Straßenband gestiftet. Ein paar Mark habe ich auch noch. Du bist faszinierend.